Hallo und herzlich willkommen zu der Selbstliebe-Challenge. Entdecke dein wahres Sein. Mein Name ist Sophie Schönwiese und ich freue mich sehr, dass wir uns in diesen 21 Tagen deiner Selbstliebe widmen dürfen. Danke, dass du mir deine kostbare Lebenszeit schenkst. Schon fast eine Woche ist um. Wie schön, dass du noch mit dabei bist und ich dich weiterhin begleiten darf. Heute geht es um deine Dankbarkeitspraxis. Wofür bist du heute dankbar? Schreib dir gleich alles auf, was dir einfällt. Dankbarkeit ist mittlerweile ein großer Bestandteil meines Lebens. Ich schreibe täglich 7 Dinge auf und Momente auf, für die ich dankbar bin. Du kannst die Dankbarkeit auch wirklich spüren, indem du eine Hand auf dein Herz legst und spürst, für was du heute dankbar sein möchtest. Die Dankbarkeit ist für mich auch so wichtig, weil sie mein Leben erschafft. Ich bin draufgekommen, wenn ich mich für etwas bedanke, was noch gar nicht eingetroffen ist, dann tritt es eher in mein Leben, als wenn ich das nicht tue. Probier das heute aus und schreib mir gerne in die Kommentare, für was du heute dankbar bist. Ja, das war's auch schon heute mit der Übung und ich wünsche dir nun ganz, ganz, ganz viel Freude mit deiner Dankbarkeitspraxis. Nicht vergessen, du kannst sie jeden Tag machen und dich jeden Tag neu entscheiden, für was du dankbar bist. Aber auch kannst du jeden Tag für dasselbe dankbar sein. Das ist auch in Ordnung. Nun, wie gesagt, ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Übung. Alles Liebe, deine Sophie.